Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Militant. Ja, nach grandiosen 3 Monaten, 4 Monaten, 5 Monaten, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall noch das Datum im Kopf. Werde ich jetzt weitermachen, dass ich das nächste Level geschafft habe, ist auch ein Weltwunder. Nichtsdestotrotz kann ich nicht mit den Pfeifern, geschweige denn mit WASD steuern. Das ist verwirrt. Ah ne, gut. Rangloses Spiel. Levelauswahl. Und dann gehen wir mal rüber zur Levelauswahl. Und ich zeige euch mal was ganz kurz, weil ja. Das muss ersichtlich sein. So. Recht schnell wird man merken, ich weiß, ich habe das im letzten Part schon gestartet, aber wir machen das nochmal. Nämlich die Einblendung nochmal. Der Story, weil... Als sie die Tapferkeit unseres Helden anerkennen, schwören die Käfer allen Fehden, vergangene und aktuelle, mit dem Ameisenimperium ab. Sie verraten ihm darüber hinaus ein großes Geheimnis. Ein Durchgang durch eine öde, graue Landschaft. So gelangt er zur Zentrale des Termitenimperiums, wenn er den mächtigen Titanen überlebt. Ach ja, grandios, wenn man den Ton ausschalten kann. Das reicht ja, um kurz die Story mitzukriegen, deswegen. Nee, auf jeden Fall, das ist grandios. Nicht nur, dass wir jetzt quasi eine Art Krieg geschlossen haben, also beendet haben, sondern auch, dass wir jetzt Frieden mit den Kakerlaken oder was das waren, getroffen haben. Das ist, so, ganz gut. So. Wenn jetzt das Spiel noch starten würde, wäre auch schön. Ah. Denn wir sind jetzt im Spinnenbereich. Und wenn ich sage Spinnenbereich, dann meine ich auch Spinnenbereich, weil... ich werde direkt gegen den Boss kämpfen müssen quasi. Zumindest mehr oder minder. Ach du Scheiße, kleine Minispinnen, die sehe ich doch gar nicht so schnell. Was? Au, 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 au! Okay, wir können die... ah! Okay, nur mit E können wir die loswerden wieder. Das ist halt ekelhaft. Ich sag mal so, ich hasse ja Spinnen allgemein, also... oh Gott! Nicht so richtig fair, ne? Oh, ich hasse die Spinne jetzt. So richtig hart. Ich krieg richtig die Krise gerade, ne? So. Thank you.
richtig schöner Kampf ist das, ne? An den Flecken oben. Ich muss nämlich gerade einfach nur ausweichen und da unten immer mal wieder einen neuen. Ja. Hallo? Oh, ich komme da nicht mehr raus. Phew. Oh Gott! Ich hatte mir den schlimmer vorgestellt, muss ich ehrlich sagen, nochmal dazu. Weil ich sag mal so, in den Trailern sehen ja meistens Gegner immer schlimmer aus, als die am Ende wirklich sind, ne? Oh Gott, es ruckelt ein bisschen, Leute. Es tut mir echt leid. Aber ich glaube, das liegt daran, dass die Rechenleistung hier echt extrem angefordert wird. Als Oppi Oppi in meinem Mundi. Ach nein, Spaß beiseite. Hä? Hä? So richtig hart blöd, was ist denn jetzt hier los? Hallo, Spiel? Okay, daher das hier richtig schön abgespackt hat, würde ich sagen, sehen wir uns gleich wieder an der Stelle. Ich sag mal so, ich mach mal ganz kurz Stopp. Zeit stoppen, doch. Bis gleich, ich muss das Level kurz neu starten. Als sie die Tapferkeit unseres Helden anerkennen. Thank you.
So, da bin ich wieder zurück. Ich sag mal so, ich weiß nicht, warum das eben herumgespackt bzw. gebackt hat. Eins steht auf jeden Fall fest, ich kämpfe mich hier durch. Und dann soll ich durch einen kleinen Bug da bleiben? Nö, nö. Das ist nicht drinne. So. Oh, schön leben. So, nichtsdestotrotz muss ich natürlich aufpassen, weil das Level ist noch nicht zu Ende. Aber ich muss auf jeden Fall hier schnell durch. Denn der Stimmgegner da oben lässt mich auf dich warten. Ach so, okay. Ich weiß nicht, wie ich da durchkommen soll, Leute. Also ich krieg hier richtig ein Problem bei der Stelle, Leute. Wie soll ich denn... Okay, erstmal, wie soll ich denn, wenn der Bildschirm ganz halt wackelt, mich richtig drauf konzentrieren, wo ich denn hin kann? Und zweitens, wie kann das überhaupt jemand schaffen? Aber ich würde nicht als unmöglich abstempeln, ne?
Okay, hier ist nichts. Wenn ich so richtig sehe, ne? Dann muss ich ja richtig schnell sein. So richtig, nee, komm, wisst ihr was, ich lass mich noch einmal hier killen. So. Jetzt reise ich richtig durch die Richtung durch. Ich glaube, es ist nämlich so konzentriert, dass man eigentlich nämlich nicht stehen bleiben soll. Ist richtig. Ich stehe auf dem Knochen und dann rutscht er runter oder was? Ist doch einfach nicht richtig. Und jetzt hänge ich auch noch da dran fest. Ah, das ist nicht wahr. Das ist doch nicht richtig. Das ist doch einfach nicht richtig, dieser Sprung. Ich stand dran! Da, sogar der Knochen geht runter, seht ihr doch! Oh, das ist doch nicht wahr! Nein! Das ist doch nicht wahr! Aua! Hört auf, das Stangen durch die Schüsse zu machen! Liebe Spieleentwickler da draußen, an alle! Wenn ihr ein Spiel entwickelt, macht bitte nicht, dass man durch einen Schuss gestunt wird, das ist unlogisch! Zu 85% zumindest. Aber ich sag mal so, selbst wenn Lara Croft in der Schusswunde herumlaufen kann, dann kann das auch hier so ein Ameisenkäfer auch.
also so ein Büschel, ne? Na gut, ich sag mal so, ich habe ja am Anfang auch schon gedacht, das wird schwer. Ist richtig! Okay, ich mache das jetzt noch ein paar Mal. Und wenn es jetzt nichts wird, dann würde ich sagen, machen wir im nächsten Part hier weiter. Okay, was ist denn daran nicht zu verstehen? Ich drücke zweimal Leertaste, lande auf dem Knochen und er springt trotzdem nicht raus? Leute, das ist doch so nicht richtig, oder? Ist richtig! Wir rocken das, komm schon! Was mich aber wirklich stört, ist eigentlich wirklich das Stunnen, wenn man getroffen wird von irgendwas. Das heißt dann nämlich, krieg ich aus dem Tempo raus. Richtig, richtig unfair eigentlich, das mit den Skeletten am Ende. Bitte doch nur darum. Nein! Oh, nicht! Das mir gestanden. Ah, ich hatte dieses Gestanne. In der Luft gestanden zu werden, ist so schlimm wie, keine Ahnung. Füllt es auf Erdnussbutter, so. Ah, richtig blöd. Kann man das... Moment, ganz kurz. Einstellungen. Muss man bei beiden ein bisschen runterdrehen. So, aber... Ich kann nicht dieses Wackeln ausschalten. Das ist auf jeden Fall mal nett zu wissen. Rein logisch gesagt seht ihr gerade gar nicht, was hier geschieht. Ihr seht einfach nur einen wackelnden Bildschirm mit irgendwelchen Grafiken gerade. Das ist so richtig blöd. Hm? Richtig gut das Level. Richtig gut durchdacht. Hey, was machen wir, um den Spieler richtig zu ärgern? Ja, ich habe eine Idee. Wir bauen einen schenkenden Bildschirm ein. Das wird die richtig zur Verzweiflung bringen. Tut es! Verdammt noch eins. Und jetzt mach das weg. Hat mich ihn zu weit... Ja, ich kann nicht mehr springen. Ist richtig. Ach ja, und noch ein Gegner, der einen ganz Zeit beballert im Level. Das muss auch noch rein. Ne, also zu Verständnis ist gerade, ich spreche für den, der sich dann einfallen ließ. Ich
Ich versteh's nicht. Tut mir leid, Leute. Ich ralle es einfach nicht. Oh, ich habe noch eine gute Idee. Wir machen das bei jedem Schuss, der wieder gestunt wird. Das ist auch eine grandiose Idee. Dann kann er sich nämlich nicht richtig bewegen und nicht richtig springen. Das macht ihn noch... Ah! Grandios, ey. Ich könnte echt Spieleentwickler sein. Weil ich halt mich richtig reinversetzen kann. Oh, wir nehmen das, jenes und dieses und dann packen wir das alles zusammen in einen Kasten. Und schon haben wir ein Spiel, wo sich jeder drüber aufregt, weil er es nicht schafft. So, kurz und patentiert, ich bin kein Hasser des Spiels, ich mag das Spiel. Das Problem ist nur, ich kann nicht hier durch Level und das mag ich nicht. Mann. Ich mag nicht Level, die ich nicht schaffe. Vorher habe ich eben permanent Schaden gekriegt, übrigens mal so nebenbei gebracht. Ich verstehe es nicht. Ich stehe drauf und er fällt einfach durch. Das ist doch einfach nicht richtig. Oh, der Timer ist durch. So. Heißt, ich würde sagen, da mache ich hier an der Stelle Schluss. Ich würde sagen, wir sehen bzw. hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Von daher, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ich bin raus. Euer Service. Haut rein. Und ciao.